Dienstag, 29. November. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zur heutigen Ausgabe von Gut gelebt. Alle Jahre wieder heißt ein bekanntes Weihnachtslied. Und alle Jahre wieder gibt es dann den Mainzer Weihnachtsmarkt. Und der hat eine lange Tradition. Zumindest seit 1788 gibt es ihn, auch wenn er damals noch Nikolosomarkt hieß. Wie er sich in diesem Jahr präsentiert, dazu gleich mehr bei uns in der Sendung. Und das sind unsere weiteren Themen. Der große Plan, wie eine Mainzer Autorin Kindern erklären will, wie die Wirtschaft und die Finanzwelt funktionieren. Und der kalte Winter, wie eine gesunde Ernährung gerade jetzt dabei hilft, den Körper vor Grippe und Co. zu schützen. So, liebe Zuschauer, zu unserem ersten Thema. Geld, Finanzen, Wirtschaft bestimmen immer mehr unser Leben. Wer hat da noch den Durchblick? Dieses Thema rief nun eine Mainzer Autorin auf den Plan, das heißt richtiger gesagt auf den großen Plan. Denn so heißt das Buch, das die Mainzer Autorin Dr. Juliane Schwoch herausgegeben hat, und die darf ich jetzt im Studio herzlich begrüßen. Frau Dr. Schwoch, was war denn der Anlass für dieses Buch, der große Plan? Die Idee kam eigentlich von meinem Co-Autoren, von dem Hanno Beck. Der hat im FATS-Institut schon mehrere Bücher herausgegeben. Und zwar schreibt er auch gerne mal, also wissenschaftlich, aber auch populärwissenschaftlich. Und die Idee kam irgendwann, Mensch, so ein Kinderbuch. Ein Buch, was Kindern Wirtschaft erklärt, das wäre doch mal was. Und das war quasi die Idee. Und Hanno Beck ist Volkswirtschaftler. Genau, ist auch Professor für Volkswirtschaft an der Fachhochschule in Pforzheim und hat früher bei der FATS gearbeitet, ja. Gut, und nun entstand also der große Plan, und dahinter verbirgt sich, wenn ich das vielleicht mal etwas zusammenfassend sagen kann, zunächst mal die Entstehung des Geldes, also wie ist es überhaupt zum Thema gekommen, dass man gegen Geld Waren einkaufen kann? Richtig, genau. Also wir haben die ganze Geschichte im Wald angesiedelt, weil wir brauchten viele, viele Mitstreiter. Und wir müssen uns das so vorstellen, es ist eine funktionierende Waldgemeinschaft, die fröhlich vor sich hinlebt, und der Sommer ist vorbei, der Herbst kommt und alle sind glücklich, haben ihre Vorräte gesammelt und dann kommt der große Sturm. Und durch den Sturm sind die Bauten alle kaputt, die Vorräte sind zerstört, sind weg. Die Tiere stehen eigentlich vor dem Winter und wissen nicht, wie sie diesen Winter überleben sollen. Und dann kommt die schlaue Eule und hat eben den großen Plan und sagt, so, wir müssen als erstes mal alle zusammenarbeiten, und als erstes fangen wir an mit Arbeitsteilung. Das hat sie von den Menschen. Diejenigen, also jedes Tier ist etwas besonders gut und dadurch auch schnell. Genau. Und wenn wir uns das aufteilen, die Arbeiten, jeder macht das, was er am besten kann, dann sind wir auch ganz schnell wieder vorbereitet für den Winter. Und dann geht die Geschichte so langsam weiter. Aha. Also Eichhörnchen sammelt beispielsweise Vorräte, Nüsse. Ja, genau. Und Biber kann Bäume fällen. Damit der Biber fällt die Bäume, genau. Der Maulwurf, der gräbt die Tunnel. Die ganzen Kleintierchen, die holen, die sammeln die Nahrung. Die Wildschweine, die räumen die Wege frei. Mit ihrer Kraft, so teilt sich das alles auf. Und wann kommt dann der Moment, wo also nicht mehr die Tauschwirtschaft stattfindet, wo nämlich jeder sagt, ich mache dir den Weg frei als Wildschwein, wenn du mir dafür ein Loch gräbst. Wann kommt dann der Punkt, wo Sie sagen, also jetzt geht nicht mehr nur Leistung gegen Leistung, sondern da muss jetzt irgendwas her, Geld? Richtig, genau. Also wir haben den Moment gewählt, dass die Tiere sich abends zusammenfinden und sagen, jetzt haben wir eigentlich das Nötigste geschafft. Jeder hat sein Haus, seine Vorräte, sein Feuerholz. Aber dann merkt jeder, was ihm noch fehlt. Und das sind eben Objekte. Also zum Beispiel kommt dann die Eichhörnchenmutter und sagt, ich hatte immer so eine Schilfschaukel für mein Kleines. Das kann ich immer wiegen, dann ist es ruhig und ich kann währenddessen arbeiten. Und so merken die Tiere, dass sie zum Teil Objekte brauchen. Und dann fangen sie an zu tauschen. Und das wird ein bisschen speziell, weil wer kann die Schilfschaukel herstellen? Bis sie denjenigen gefunden hat, muss sie demjenigen auch noch was geben. Das sind in dem Fall Birnen, die natürlich... Die Schilfschaukel braucht 5 Tage, die Birnen sind jetzt reif, das heißt, in 5 Tagen sind die vergammelt. Daher kommt diese Idee, so, ich muss irgendwas, einen Schuldschein quasi ausstellen. Und Eule erklärt den Tieren, was ist ein Schuldschein? Was verspricht euch das? Im Grunde ist es ja immer noch ein Tausch. Ich tausche eine Leistung, also ich bezahle die quasi schon vorher. Und ja. Das heißt, also die Eule hat dann das, was sich ja im Laufe unserer Geschichte auch entwickelt hat, dass irgendwann der Übergang von der Tauschwirtschaft zur Geldwirtschaft kam. Die Idee hat die Eule. Wie muss ich mir denn jetzt den Prozess des Entstehens dieses Buches vorstellen? Also wie hat sich das abgespielt?
Also folgendermaßen, man muss sagen, ich habe von Wirtschaft nicht so viel Ahnung. Ich bin der Kunsthistoriker in der Clique. Mhm. Hanno ist derjenige, der sich mit Wirtschaft auskennt. Mhm. Und wir haben uns zusammengesetzt, haben gesagt, gut, was soll in dieses Buch rein? Die Entwicklung von Tauschen bis zum Geld, bis zur Inflation, bis zum Notenbankchef. Dann haben wir das in Kapitel aufgeteilt und er hat mir dann Vorträge gehalten. Mhm. Er hat dann gesagt, hast du es kapiert? Ich gesagt habe, ja, ich habe es kapiert. Dann durfte ich schreiben. Aha. Und das Schreiben habe ich dann eigentlich gemacht, habe es ihm dann nochmal zum Überarbeiten gegeben. Mhm. Aber so ist es eigentlich auch so, er hat mir schon immer Vorträge gehalten, um zu sehen, wenn die Juliane das kapiert, dann kann ich das auch vor Menschen halten, dann versteht das auch jeder. Ah ja, gut. Also es war weniger, sagen wir mal, so ein pädagogischer Ansatz, sondern es war wirklich, ja. Der Fachmann wurde gefragt, erklär mir das, damit ich es dann vielleicht auch so schreiben kann, damit es auch Kinder verstehen. Ja, ja. Und die Auswahl der Tiere, wer hat die getroffen? Die haben wir zusammen getroffen. Mhm. Also klar, an der Eule kamen wir nicht vorbei. Eule ist halt das ist auch die weit fliegen kann, die Menschen besucht und so. Und dann alles andere hat sich so ein bisschen ergeben. Also ich brauchte so einen leichten, kleinen, langsamen Gesellen, einen gutmütigen. Das war also eben so Waschbär. Teddybär oder Waschbär. Genau, so eine Art Teddybär. Ja, genau. Wir brauchen jemanden Pfiffigen, der das Ganze so ein bisschen am Laufen hält. Das ist eben die Häsin geworden, die Hasendame Lilly. Mhm. Dann muss man zu sagen, das ist ja auch in diesem Zeitungsartikel, mein Hund war quasi der Namensgeber. Das war Hannos Idee, der wollte eine Lilly da drin haben. Also der Hund ist zum Häschen geworden sozusagen. Ja, genau. Und sonst, es kam halt alles. Also zum Beispiel die dumme Gans, das war einfach während des Schreibens, dachte ich, Mensch, das muss einfach so eine dumme Gans sein. Dann nennen sie halt auch die dumme Gans. Mhm. Und das Wiesel, das gefiel mir einfach mit seinen schräg stehenden Augen. Also wir haben auch immer geguckt, dass wir die Tiere... Okay. sehr natürlich beschreiben. Mhm. Also wir haben dann echt nachgeguckt im Lexikon, was fressen die, was sammeln die für Vorräte im Winter, also dass die Kinder möglichst auch wirkliche Fakten über Tiere lernen, noch dazu. Also nun heißt es ja da, der Waschbär gründet dann eine Firma. Hat die Story, hat das Buch denn ein Happy End? Geht es gut mit der Firma? Oder soll man das nicht verraten? doch. Ich bin dafür, dass man das verrät, weil es ist ja ein Kinderbuch. Kinder müssen ja wissen, dass es gut ausgeht. Das Buch geht gut aus. Das mit seiner Firma, ob die weiter besteht, das lassen wir so ein bisschen offen. Aber er hat am Ende eine Aufgabe, die Eule ihm übergibt. Wunderbar. Ja. Das ist ja eigentlich schon die Überleitung zum Band 2 für diese Reihe. Ne? Der große Plan geht weiter. Ja, das wäre schön, ja, genau. Okay, herzlichen Dank für den Besuch im Studio und für dieses wunderbare Buch. Der große Plan, ich sag's mal, erschien im Verlag Neue Zürcher Zeitung. Und es heißt ausdrücklich ein Wirtschaftsmärchenbuch, nicht nur für Kinder. Ist ja bald Weihnachten, vielleicht auch ein schönes Geschenk. Herzlichen Dank. Liebe Zuschauer, bei uns geht's weiter mit einem ebenfalls sehr wichtigen Thema, nämlich mit richtiger Ernährung im kalten Winter. Kalt ist ja schon seit geraumer Zeit und der erste Schnee wird auch bald kommen. Winterzeit, das ist auch die Phase des Jahres, in der verstärkt grippale Infekte auftreten. Doch man kann selbst dazu beitragen, dass die Abwehrkräfte stabil bleiben, nämlich mit der richtigen Ernährung. Eine vitaminreiche Kost wird empfohlen, da bietet sich frisches Obst geradezu an. Auch im Winter ist es bei uns erhältlich, da kann sich der Körper wappnen, wenn die Viren im Anflug sind. Vor allen Dingen Vitamin C stärkt das Immunsystem, enthalten ist es besonders in Zitrusfrüchten und Kiwis. Das schmeckt nicht nur alles gut, sondern hilft umso besser. Ja, im Studio begrüße ich jetzt Rita Rausch, sie ist Ernährungsberaterin in der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz. Herzlich willkommen, Frau Rausch. Guten Tag. Frau Rausch, jetzt haben wir gerade sozusagen die Abteilung Obst abgefeiert in unserem Beitrag, aber daneben gibt es jetzt noch was ganz Wichtiges, das ist nämlich frisches Gemüse und entgegen landläufiger Meinung gibt es ja auch bei uns fast den ganzen Winter frisches Gemüse bei uns zu kaufen. Ja, es gibt Gott sei Dank viel an Gemüse auch zu kaufen und auch heimisches Gemüse, gerade im Winter. Die Kohlsorten sind sehr gesund und sehr gut, sie liefern viele gesunde Nährstoffe, Vitamine, auch Mineralstoffe, Ballaststoffe und gesundheitsfördernde Stoffe in Form von Farbstoffen, aber auch Geruchs- und Geschmacksstoffe, die eben unserem Körper und unserem Immunsystem auch sehr gut tun, auch helfen, Krankheitserreger abzuwehren. Und von daher sollte man bei der Fülle von Kohlsorten, die es gibt, Weißkohl, Rotkohl, Chinakohl, Sauerkraut, Wirsing, sollte man immer mal wieder zugreifen und die unterschiedlichsten Rezepte ausprobieren.
probieren. Sie schmecken gut, sie tun gut und sie helfen uns, Krankheitserreger abzuwehren. Mhm. Gut, also um dem Letzten noch mal einzugreifen, also weder Obst noch Gemüse als solches kann allein uns davon hundertprozentig schützen, dass nicht doch eine Erkältung ans dran kommt. Aber wir können etwas für unser Immunsystem tun. Es ist so, wenn man gut versorgt ist, funktioniert das Immunsystem optimal und kann Krankheitserreger besser abwehren. Es ist keine hundertprozentige Versicherung, dass man nicht doch im Laufe des Winters krank wird, aber man ist besser gewappnet. Und man weiß zum Beispiel von Vitamin C, dass Infekte eben auch zum Teil dann nicht so lange dauern und auch nicht so schwer sind. Und ich denke, bei anderen Dingen wird es ähnlich sein. Auf jeden Fall ist Obst und Gemüse sinnvoller und besser als solche Ernährungszusatzstoffe oder Brausetabletten, die man überall angeboten kriegt und sagt, da mache ich das, dann bin ich gut versorgt. Gemüse, Obst auf jeden Fall besser. Das ist auf jeden Fall besser, weil wir haben in den Lebensmitteln viel mehr wichtige Stoffe, die unser Körper braucht, als in diese Brausetabletten. Man weiß zum Teil auch noch nicht so genau, was im Einzelnen zu den positiven Effekten, gerade bei den gesundheitsfördernden oder sogenannten sekundären Pflanzenstoffen führt. Und im Lebensmittelverbund, da weiß man um ihre positiven Wirkungen. Es sind oft auch nur geringe Mengen, die unter Umständen in den Tabletten auch nicht optimal eingestellt sind. Und da kann man auch nicht sagen, viel hilft viel. Viel besser, sich ausreichend und gesund zu ernähren. Da hat man noch viel mehr gewonnen. Sie haben ja die ganz vielen Kohlsorten schon genannt. Nun gibt es noch etwas, beispielsweise Feldsalat kann ich auch praktisch den ganzen Winter bekommen. Ja, ich hatte jetzt nur eine Gruppe, aber es gibt ja auch viele Gemüse, die man frisch essen kann, also auch Feldsalat oder Rapunzelsalat, wie er dann auch genannt wird. Es gibt auch Sellerie, es gibt Möhren, rote Beete, also Schwarzwurzel. Also wir haben doch reichhaltiges Angebot, aus dem man dann auch zugreifen kann. Der Vorteil ist noch, dass eben durch diese Gemüsesorten wird unsere Mahlzeit auch interessant von der Farbe, vom Geschmack. Sie liefern nicht viel Kalorien. Kommt natürlich darauf an, wie man sie zubereitet. Aber per se, sie liefern viele Ballaststoffe, sodass der ganze Organismus dann auch gesund ist. Man sollte das nicht nur fokussieren auf nicht krank werden, sondern auch Wohlbefinden und auch Genuss. Und das, denke ich, ist auch ein ganz wichtiger Aspekt zur Krankheitsabwehr, eben, dass man hier nicht zu sehr eben auch fokussiert ist auf so negative Seiten, sondern eben das auch positiv sieht. Und ganz wichtig ist es auch, viel zu trinken. Viel trinken. Ja, also viel trinken, einfach, dass der Körper optimal mit Flüssigkeit versorgt ist. Dann sind auch die Schleimhäute, wo ja auch die meisten Krankheitserreger, zumindest bei grippalen Infekten, auch ankommen, erstmal auch gut durchblutet, gut befeuchtet und die Körperabwehr kann auch gut funktionieren. Und wichtig ist auch, an die frische Luft zu gehen, denn selbst der kleinste Sonnenstrahl kann ja noch ein bisschen zur Produktion von Vitamin D beitragen, was ja auch ganz wichtig ist. Ja, das ist ein Aspekt und zum anderen, die Bewegung an frischer Luft fördert einfach die Durchblutung und stärkt auch das Abwehrsystem. Also das ist auch ganz wichtig. Frau Rausch, jetzt mal eine Frage, jetzt einfach für die Praxis. Wir haben jetzt die Vielzahl von Gemüsen und sowas aufgezeigt. Gibt es ein paar Faustregeln, was ich bei der Zubereitung unbedingt beachten sollte, damit ich nicht das, was ich an Positiven vor mir im Rohzustand liegen habe, das alles sozusagen verdampft? Also was sind so die Grundregeln bei der Zubereitung? Also man sollte darauf achten, dass man über den Tag verteilt. Es gibt so die Faustregel, eben 5 Portionen Obst und Gemüse am Tag. Eben eine Portion ist ungefähr eine Handvoll. Also da kann man so gucken von der Größe. Kinderhand ist kleiner wie eine Erwachsenenhand. Einfach, dass man mal so eine Menge hat, dass man jetzt nicht die große Waage immer hervorholen muss. Eben hier auch genauso viel Gemüse wie auch Obst und da auch Rohkost im Prinzip als rohes Gemüse, rohes Obst, das ist in der Regel einfacher, aber dass man schon auch darauf achtet, dass man über den Tag verteilt auch
rohes Gemüse zu sich nimmt in Form von Salat, was Kinder auch gerne essen, Erwachsene auch, dass man eben das Gemüse, also hier eignen sich dann auch zum Beispiel Möhren auch in Stücke schneidet und dann einfach mal so isst, wobei nicht alle Gemüsesorten roh bekömmlich sind, beziehungsweise auch nicht alle Personen das auch so vertragen, dann muss man sie halt garen, aber da sollte man darauf achten, dass man sie nicht tot kocht, sondern dass man wirklich auch sie nur kurz erhitzt, soweit als nötig und dann auch jetzt das Kochwasser mitverwendet und nicht noch wegschüttet, sei denn man hat Hülsenfrüchte, aber das ist dann zum Teil noch eine andere Sache. Aber eben hier und dass man dann hinterher darauf achtet, wie man das zubereitet. Also dass es eben vielleicht dann doch nicht zu fetthaltig ist und dann einem dann wieder zu viel Kalorien liefert. Wobei manche Kohlsorten einfach besser vertragen werden, wenn auch einiges an Fett dabei ist. Wobei man isst das ja auch nicht jeden Tag und über den Tag verteilt kann man die Kalorien dann vielleicht auch woanders wieder einsparen oder man sieht zu, dass man sich ordentlich bewegt. Kurze Frage zum Schluss, die alte Streitfrage, Obst, also beispielsweise Äpfel, schälen oder einfach nur richtig waschen? Viele gesundheitsfördernde Substanzen sind direkt unter der Schale. Von daher die Empfehlung, gründlich waschen, auch nochmal abreiben, dass wirklich auch was auf der Schale drauf ist, auch ab ist und dann mit Schale verzehren. Wunderbar, herzlichen Dank für den Besuch. Also man kann sagen, die Natur bietet für uns auch im Winter genügend Alternativen, um sich gesund zu ernähren. Das auf alle Fälle. Herzlichen Dank, Frau Rausch, für den Besuch im Studio. Dankeschön. Und liebe Zuschauer, bei uns geht es jetzt weiter mit den Veranstaltungstipps für Rheinland-Pfalz. Kristalle sind der Inbegriff von Ästhetik, Symmetrie und Luxus. Aber welche Bedeutung haben Kristalle für unser tägliches Leben? Wo begegnen sie uns, vielleicht auch ohne, dass wir es direkt merken? Was ist es, das sie so unentbehrlich macht? Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt der Kristalle. Leiten, Leuchten, Luxus. Leben mit Kristallen. Bis zum 31. Dezember im Naturhistorischen Museum Mainz. Eintrittspreise sowie Öffnungszeiten unter naturhistorisches-museum.mainz.de. Sounds and Silence, so heißt die aktuelle Sammlungspräsentation des Wilhelm-Hack-Museums in Ludwigshafen. Die Ausstellung greift die Parallelen zwischen den Welten der bildenden Kunst und der Musik auf. Und die gibt es zuhauf, denn auch Musik ist Kunst. Und wer genau hinschaut, der erkennt in den ausgestellten Bildern und Skulpturen viele Details aus Kunst und Musik. Sounds and Silence, noch bis zum 9. September 2012 im Wilhelm-Hack-Museum in Ludwigshafen. Weitere Informationen auf wilhelmhack.museum. Mause tot, Menschen, Mäuse, Mausefallen. Eine skurrile Sonderausstellung von Wolfhard Klein über die Geschichte der Mausefalle im Technikmuseum Speyer. Gezeigt werden historische Mausefallen aus mehreren Jahrhunderten, bis zu den jüngsten Fallentypen, die bei einem Fangerfolg sogar eine SMS verschicken. Unter den ausgestellten Exponaten befindet sich die einzig erhaltene historische Kastenfalle, die sich nach erfolgreichem Fang selbst verriegelt. Mausetod – Menschen, Mäuse, Mausefallen von Wolfhard Klein ist noch bis zum 30. November täglich in der Lillerhalle des Technikmuseums Speyer zu sehen. Weitere Informationen auf speyer.technik-museum.de. So, zu unserem nächsten Thema, liebe Zuschauer. Alle Jahre wieder kommt das Christuskind und alle Jahre wieder gibt es dann den Mainzer Weihnachtsmarkt, zumindest, wenn ich richtig weiß, seit 1788. Und ich freue mich, dass ich Rolf Weiß im Studio begrüßen darf. Er ist der Sprecher des Weihnachtsmarktes. Herzlich willkommen, Herr Weiß. Guten Tag, Herr Sauter. Herr Weiß, was hat der Sprecher des Weihnachtsmarkts zu tun? Das ist ja sicher eine Aufgabe, die ist nicht ohne. Der hat eigentlich sehr viel zu tun. Eigentlich ist es ein Spagat. Auf der einen Seite ist er Vertreter der ganzen Aussteller. Mhm. Auf der anderen Seite muss er natürlich sehen, dass der Markt sich auch weiterentwickelt. Also auch in der Hinsicht tätig sein, dass der Markt nicht stehen bleibt. Das alles in Zusammenarbeit mit der Stadt.
ist also, wenn Sie so wollen, eine sehr positive Betriebsratsfunktion, um das mal so zu sagen. Aber wie gesagt, der Markt muss jedes Jahr was Neues bieten, muss neue Attraktionen bringen, dass wir weiterkommen. Was ist denn im diesjährigen Weihnachtsmarkt in Mainz Neues? Wir haben uns gewaltig angestrengt dieses Jahr, denn die Konkurrenz ist groß. Neu haben wir unten am Liebfrauenplatz in der Apsis der ehemaligen Liebfrauenkirche eine 8 Meter hohe Spieluhr aufgebaut, die schon von der Rheinseite her zu sehen war. Das ist ein echter Blickfang und ist natürlich bewirtschaftet. Aber wir wollen nicht einfach nur noch zusätzlich einen Imbiss oder einen Weinstand. Deshalb wird dieser Stand von Mainzer Winzern beliefert. Also es gibt nur echten Mainzer Wein. Und zu essen gibt es einen Dombraten, einen wunderbar gegrillten, schönen, saftigen Braten, also kann man von Mainzer Metzgern. Damit finanziert sich dieser Stand. Also wirklich sehenswert, ist geschmückt oben, dreht sich auch oben und sind so wie Hummelfiguren oben als Engel, als Putten drauf. Wird sehr gelobt von unserem Publikum. Ne? Sie haben es gerade schon erwähnt, also den Dombraten und die Mainzer Winzer. Wahrscheinlich ist ja ein Geheimnis eines guten Weihnachtsmarktes eine Ausgewogenheit zwischen Essen und Trinken und sonstigen Weihnachtsangeboten, weil es soll ja nicht nur gegessen und getrunken werden auf dem Weihnachtsmarkt. Da achten wir sehr darauf, dass wir, um es mal ganz salopp zu sagen, kein Fress- und Saufmarkt sind, sondern wir wollen auch ein Markt sein, der neben dem hochqualitativen Essen und Trinken auch Geschenke anbietet. Die Leute sollen bei uns über den Markt bummeln und Anregungen kriegen, was sie noch an kleineren, auch mittleren Geschenken noch für ihre Lieben einkaufen und mitnehmen können. Und ist der Weihnachtsmarkt am vergangenen Freitag eröffnet worden? Donnerstag. Am Donnerstag schon? Ja. Gut. Wie lang dauert denn? Also wann ist der letzte Tag? Der letzte Tag ist der 23. Dezember bis 19 Uhr. Dann wird der Verkauf eingestellt und wir fangen schon dann mit dem Abbau an. Am 24. Um 13 Uhr kommen die Kehrmaschinen von der Stadt und der Platz ist weihnachtsreif. Gut, also das ist ja auch wichtig, die Aussteller selbst sollten ja vom Heiligabend auch noch was haben. Richtig, am späteren Heiligabend sind wir dann auch soweit. Gut. Wie viele Aussteller haben Sie in diesem Jahr? Wir haben dieses Jahr 101 Buden stehen mit, wie gesagt, dem sehr reichhaltlichen Angebot. Wir haben die ganzen Leute bei uns übers Jahr nochmal angespornt, ihr Sortiment zu überdenken, Neuigkeiten reinzubringen, Neues dazuzunehmen, alte Hüte, an die sie gewöhnt waren, dass sie immer dann wegbleiben. Unser Publikum soll über den Markt gehen und sagen, ach wunderbar, was Neues, schön, habe ich noch nicht gesehen, ist attraktiv, gefällt mir, so soll das sein. Ne? Er weiß, nun ist ja so, das Thema Sicherheit ist auf solchen Open-Air-Veranstaltungen, sage ich mal, immer ja ein Thema, war es auch in Mainz mal verstärkt, als es da um die Zerstörung, das Abhandenkommen einer großen Figur gegangen ist. Wie haben Sie das Thema in diesem Jahr gelöst? Ja, wir hatten ein großes Problem, dass von unserer 14 Meter hohen Pyramide unten unser 05er geklaut wurde, einfach rausgerissen. Ein Bein blieb bei uns, der Rest ging mit. Und wir haben den ersetzt durch einen neuen. Ja, wir haben dann die Security-Firma gewechselt. Mit der jetzigen haben wir dann so gute Erfahrungen gemacht, die haben nachts auch Kameras aufgebaut, sodass man also sehen könnte, wenn irgendjemand rummanipuliert, auch bei unserer Krippe oben, ist ja handgeschnitzt und groß. Also das, da kam eigentlich gar nichts vor und diese gleiche Firma haben wir dieses Jahr wieder und sind sehr sicher, dass auch nichts passiert. Und wird auch, und das gilt natürlich für jeden Besucher,
es gelten ja eigene Gesetze, also möglichst nicht mit offenen Handtaschen rumlaufen und nicht viel Bargeld rumzeigen und so weiter. Also da muss jeder halt auch selbst ein bisschen was dazu tun. Auch da sind wir Aussteller dabei und machen die Leute darauf aufmerksam, wenn so die Damen da am Suchen sind. Mhm. Meistens sind es ja die Damen, die ihre Handtasche haben, und machen die auf den Rücken. Und dann steht die oft auf, sodass wir schon dann sagen, Entschuldigung, nehmen Sie doch die Tasche bitte nach vorne. Mhm. Dann hat die Polizei Plakate aufgehängt, Vorsicht, Taschendiebe. Mhm. An alle Ecke, wo viele Leute vorbeikommen, ist das aufgehängt. Und die gehen auch zu zweit, zu dritt permanent Streife auf den Markt. Ja. Also da ist alles getan, was getan werden kann. Ich denke mal, wer da noch besonders leichtsinnig ist, gut, also der hat dann irgendwo auch seinen Leichtsinn. Ja, zu bereuen. Da war jetzt noch die abschließende Frage. Ab wann beginnt der Weihnachtsmarkt jeden Tag? Wann machen die Stände auf? Die machen immer an jedem Tag um 11 Uhr auf. Mhm. Und wir schließen über die Woche um 20.30 Uhr. Mhm. Lediglich Freitag und Samstag haben wir eine halbe Stunde länger. Da schließen wir jetzt um 21 Uhr. Dann gibt es ja auch noch eine Reihe von Veranstaltungen, aber die inzwischen ja zum Weihnachtsmarkt auch dazugehören, beispielsweise Lesungen. Wir haben unten am Liebfrauenplatz dieses Jahr auch eine neue, größere, schönere Bühne, auf der im Wesentlichen Amateure, auch sehr gute, schon fast Profis, Veranstaltungen machen. Wir haben viele Bläsergruppen da, wir haben auch Gymnastikgruppen, die da was einstudiert haben. Also viel aus dem Mainzer und Umgebung, Vereinsleben. Wir haben auch sehr gute Leute, zum Teil vom Theater, die da Lesungen machen. Und das ist immer eine sehr schöne Sache und wird auch vom Publikum sehr gern angenommen. Also Mainz lebt auf seinen Plätzen auch beim Weihnachtsmarkt. Auch da haben wir noch einen wunderschönen Platz neu, nämlich vor dem Museum. Ist sommers so ein großes Blumenbeet. Mhm. Das haben wir jetzt ausgelegt mit so Zeltplatten, so von den Bierzelten, den festen Boden. Und da stehen 13 Fässer außenrum, begehbare Fässer. Mhm. Kann man sich reinsetzen mit schlanken Leuten bis 8, die anderen nur zu 6. Und kann da sich wo auch immer auf dem Markt was kaufen und kann das dort genießen. Damit es nicht einfach nur so ist, haben wir in der Mitte noch ein sehr großes Lagerfeuer, was den ganzen Tag brennt und auch begeistert genutzt wird, gerade wenn der Wind mal durchpfeift. Wunderbar. Das ist also eine ganz romantische, wunderschöne Atmosphäre. Also es lohnt sich auf jeden Fall, nach Mainz zum Weihnachtsmarkt zu kommen. Herr Weiß, ich wünsche Ihnen einen friedlichen Weihnachtsmarkt, einen erfolgreichen Weihnachtsmarkt und wie gesagt, alle Jahre wieder. Herzlichen Dank für den Besuch im Studio und liebe Zuschauer, das war schon die heutige Ausgabe von Gut gelebt. Wenn Sie mehr über uns und unser Programm erfahren wollen, klicken Sie sich mal rein im Internet unter gutenberg.tv. Erfahren Sie Näheres über uns und unser Programm. Für heute darf ich mich für Ihr Interesse ganz herzlich bedanken und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag.